für mich persönlich ist es nicht brutal. Es kommt ja darauf an, wie du kämpfst. Wenn du dich schlagen lässt, dann ist es natürlich brutal. Sheila Gaff! Sheila Gaff ist Deutschlands erfolgreichste Mixed Martial Arts Kämpferin. Keine Kampfsportart ist härter. Fast alles ist erlaubt. She is out. Wow. Jennifer Meyer has been knocked out. Monatelang hat sich die 23-Jährige aus Hessen auf den wichtigsten Kampf ihres Lebens vorbereitet. Als erste Deutsche tritt sie in der amerikanischen Liga an. Einfach keine Schwäche zeigen. Zeigen, dass du bereit bist für den Kampf oder dass ich bereit bin, das ist eigentlich das Wichtigste. Ein Kampf bedeutet für mich richtig viel. Also ich will das gewinnen, weil ich habe immer davon sozusagen geträumt. Ich habe immer gedacht, oh, stell dir mal vor, wenn ich irgendwann da bin. Mixed Martial Arts kombiniert diverse Kampfsportarten. Boxen, Ringen, Karate. 4, 3, 2, 1, schneller! Viele Techniken, wenig Verbote. Sehr gut, haut drauf, Sheila! Viel mehr ist, geht nicht. Das ist die rohste Art des Kämpfens unter sportlichen Voraussetzungen. Das deutsche Fernsehen darf die Kämpfe nicht übertragen, wegen des Jugendschutzes. In Amerika ist das anders. Dort trifft Sheila Gaff auf Sarah McMahon. Keiner hat sie bislang besiegt. Ihre Gegnerin ist eine Weltklasse-Ringerin, die Silbermedaille in Olympia gewonnen hat. Das heißt, sie ist extrem stark in Ringertechniken, wie man sieht. Das heißt, sie kann immer wieder den Gegner in die Nahdistanz holen und durch ringerische Techniken den Kampf auf den Boden verlagern. Deckung hoch, Augen zu, in Bewegung bleiben. Jab! Shoot! 5, 6, 7, 5, 6, 7. Wer einer von euch verletzt die Sheila? Das ist die höchste Regel. Sheila Gaff trainiert fast nur mit Männern. Und los. Hopp, blind den Takedown machen. Hopp, mach den Takedown. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und der nächste. Bei denen kann man auch mal ein bisschen härter schlagen oder muss halt nicht aufpassen, dass man sie verletzt. Das heißt nicht, dass ich die Männer verletzen will, aber man passt halt ganz anders auf bei einer Frau. Es gibt halt nicht so viele, die so stark was abkönnen. Das erfüllt mich, weil das alles dabei. Auch im Training, für den ganzen Körper, das ist mein Leben.